Letztes Jahr kam in Deutschland das erste Mal mehr als die Hälfte des Stroms aus erneuerbaren Energien und bis 2030 sollen es sogar 80% sein. Aber die Speichermöglichkeiten, die sind einfach immer noch sehr begrenzt und deswegen bin ich immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten und Technologien, wie wir diesen Strom am besten speichern können. Jetzt bin ich auf ein Unternehmen aus Texas aufmerksam geworden. Sie wollen Pumpspeicherkraftwerke unter der Erde bauen und das mit der gleichen Technologie wie beim Fracking. Ihr Unternehmen wird unter anderem von Bill Gates gefördert und auch das US-Energieministerium hat schon Millionen an US-Dollar in sie investiert. Wie das mit diesen Pumpspeicherkraftwerken unter der Erde genau funktionieren soll. Wie das Unternehmen schon an der Umsetzung arbeitet und was mögliche Risiken sind, dazu komme ich heute und damit willkommen bei Breaking Lab. Jakob hier, los geht's. Bei der Innovation, von der ich heute spreche, geht es um geomechanische Pumpspeicherung. Ein Unternehmen aus den USA will das Prinzip vom Fracking nutzen, um Energie zu speichern. Über Fracking haben wir erst letztens ein Video veröffentlicht, da war ich sogar in den USA, um mir das genauer anzusehen. Ich verlinke euch das Video am Ende und in der Infobox. Fracking ist ja eine ziemlich umstrittene Sache. In Deutschland ist es verboten, aber bei dem Verfahren, von dem ich heute spreche, ist das alles ein bisschen anders. Das Unternehmen Quidnet Energy will nur Wasser ins Gestein pressen und das dann auch da drinnen lassen. Für 10 Stunden oder vielleicht sogar länger. Wenn man also einen Überschuss an erneuerbaren Energien hat, dann wird die genutzt, um das Wasser nach unten in die Erde zu pumpen. Das Gestein wird dadurch wie beim Fracking unter Druck gesetzt und gespalten und der Speicher, der wird dann geschlossen. Braucht man jetzt die Energie, dann wird das Ganze wieder geöffnet, der Druck entlädt sich und das Wasser schießt wieder nach oben und treibt dabei eine Turbine an. Die erzeugt dann wiederum Strom und das Wasser, das kommt in einen Teich an der Oberfläche, damit das wieder für den nächsten Durchgang benutzt werden kann. Es ist also im Endeffekt ein geschlossener Kreislauf. Das ganze Verfahren zur Energiespeicherung soll laut Quidnet Energy weniger als halb so viel kosten wie die traditionellen Pumpspeicherkraftwerke, also niedrige Installationskosten pro Megawatt. Das klingt alles irgendwie schon mal ziemlich gut, oder? Schauen wir uns das Ganze aber mal genauer an, wie das Unternehmen diese Idee gerade schon umsetzt und später dann auch, welche Risiken bringt das Ganze denn mit sich, wenn man das vor allem mit Fracking vergleicht. Wenn euch übrigens solche Innovationen gefallen, dann habe ich etwas, was euch gefallen wird. Und zwar kann ich heute tatsächlich verkünden, ich bin ein bisschen aufgeregt, dass mein erstes eigenes Buch erscheinen wird. Unsere Zukunft neu denken. Ich habe jetzt tatsächlich echt lange daran gearbeitet. Ein Buch, da berichte ich von vielen Innovationen, die ich selbst besucht habe und halt auch von den klugen Köpfen, die diese Innovationen entwickelt haben und was diese Menschen ausmacht. Dabei geht es unter anderem um das vielversprechendste Kernfusions-Startup Europas, was aus Deutschland kommt, aber auch um die günstigste Vertical Farm der Welt, die ebenfalls aus Deutschland ist, aber halt auch um Innovationen aus der ganzen Welt, die ich besucht habe. Ab jetzt könnt ihr das Buch vorbestellen, den Link pinne ich als Kommentar an und wenn ihr das Buch vorbestellt, dann supportet ihr mich wirklich sehr und ich bin sehr dankbar darüber. Ich habe ja nie Merch oder Patreon oder sowas gemacht, also wenn ihr mich unterstützen wollt, würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn ihr das Buch jetzt schon vorbestellt. Dadurch wird das Buch dann nämlich auch nochmal höher angezeigt, was mir wiederum hilft und gleichzeitig kriegt ihr dann ein spannendes Buch, wo ich unglaublich viel Herzblut reingesteckt habe und das definitiv Einblicke liefert, die man so wahrscheinlich wirklich noch nie gelesen hat. Also, unsere Zukunft neu denken, jetzt vorbestellen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wir kommen jetzt aber nochmal auf die Firma Quidnet Energy zurück. Die arbeitet tatsächlich schon an mehreren solcher Speicherprojekte in den USA und nach aktuellem Stand hat das Gestein, was sie dafür nutzen, an fast allen Standorten den geeigneten Speicherdruck. Die einzige Ausnahme ist da tatsächlich Kalifornien. Hier hat Quidnet den Druck bisher aber auch tatsächlich nur geschätzt. Auf ihrer Website vergleicht sie bei jedem Standort auch immer die Vorteile ihrer Technologie zu herkömmlichen Pumpspeicherkraftwerken. Hier zum Beispiel mal Texas. In Texas ist es ihrer Aussage nach zum Beispiel so, dass wenn man ein herkömmliches Pumpspeicherkraftwerk mit gleichwertigem Wasserdruck bauen würde, das Wasser in ein Reservoir über 500 Meter Höhe gepumpt werden müsste. Die Technologie von Quidnet Energy aber kann das auf kleinerer Fläche und unabhängig vom Gelände machen. Dazu schreiben sie auch, dass ihr Geomechanical Pumped Storage, also dieses geomechanische Pumpspeicherkraftwerk, für 75% der Landfläche in Nordamerika geeignet sein soll. Außerdem sollen durch diese Pumpspeicherkraftwerke täglich 10 Stunden lang 1000 Haushalte mit Strom versorgt werden können. Zwar wäre die volle Leistung von so einem Speicher jetzt nicht so groß wie zum Beispiel vom größten Pumpspeicherkraftwerk in Deutschland, aber tatsächlich geht es darum auch gar nicht, denn von den Speichern kann man ja theoretisch ganz viele bauen und lokal einsetzen und die Effizienz, die soll sogar fast gleich sein wie bei den herkömmlichen Pumpspeicherkraftwerken.
Ihrer Website schreiben Sie das auch nochmal konkreter, also für jeden Standort Ihrer Projekte, warum sich das Gestein dort für das Ganze eignet, warum Sie Ihr Projekt also dorthin gelegt haben. Und schauen wir uns das mal am Beispiel von Texas an. Hier wird gesagt, dass es sich wohl um das am besten untersuchte Gestein der Erde handelt, einfach halt wegen dem langen Öl- und der Gasgeschichte, die dort herrscht. Und diese Daten, die würden jetzt Quidnet Energy dabei helfen, Zielstandorte für den Einsatz von diesen Speichern zu finden. Konkret sprechen Sie bei Texas von den Schiefergesteinen, die vor über Hunderten von Millionen Jahren entstanden sind und sich über die Zeit im ganzen Staat verbreitet haben. Hier kommt jetzt übrigens auch wieder die Ähnlichkeit zum Fracking, denn im Schiefer sind am häufigsten halt Kohlenwasserstoff, also Erdgas und Erdöl, verschlossen, was es eben auch ideal für die Speicherung einfach nur von Wasser macht. Also diese Speichermöglichkeit. Außerdem ist es auch gut verfügbar. Es liegt in Texas unter Zehntausenden von Quadratmeilen und ist an manchen Stellen bis zu 8,8 Kilometer dick. Ja, und so beschreibt jetzt Quidnet Energy dann auch für jeden anderen Standort, also warum das Gestein bzw. die ganze Umgebung über geeignete Untergrundbedingungen verfügt. Und jetzt kommen wir mal zu den Risiken, aber halt auch zu den Chancen, die das Verfahren bringen kann. Am Ende nenne ich dann auch noch ein paar Expertinnen und Expertenmeinungen, die das Ganze auch nochmal einordnen. Da habe ich mit ein paar Profs hier aus Deutschland gesprochen. Ist tatsächlich ziemlich spannend, was die dazu sagen. Das Unternehmen, das sagt selbst, dass sie das gleiche Verfahren wie bei der Öl- und Gasindustrie benutzen, also durch Testbohrungen oder Messungen erstmal checken, ob in der Gesteinsschicht Öl oder Gas drin ist. Und dabei sagen sie halt auch, und das passt gut zu dem, was ich davor gesagt habe, dass sie eigentlich nach Gesteinsschichten suchen, die eben halt kein Öl oder Gas enthalten. Das Wichtige dabei ist halt wirklich, dass dieser Gesteinstyp, der Öl und Gas oft enthält, eben auch besonders geeignet ist, um halt Wasser zu speichern. Naja, und das Verfahren, was dann passiert, ist trotzdem im Endeffekt das gleiche. Also, wie sieht es da jetzt mit den Gefahren aus? Bei Fracking ist ja einer der größten Kritikpunkte die Verunreinigung von Grund- und Trinkwasser. Hier sagt Quidnet Energy, dass sie die Speicher nur innerhalb einer Gesteinsschicht erzeugen, die physisch von Süßwasser, Grundwasserleitern getrennt ist. Und auch erst, wenn das wirklich festgestellt ist, würden sie mit der Arbeit beginnen. Und auch dann, also wenn Brunnen und Speicher gebaut werden, werden sie wohl so gebaut, dass sie den Speicher und die Süßwasser-Grundwasserleiter nochmal zusätzlich schützen, beziehungsweise voneinander halt trennen. Und das will Quidnet Energy auch regelmäßig kontrollieren. Muss man sagen, das beruhigt jetzt wahrscheinlich die meisten Leute erstmal nicht so krass, weil beim Fracking wird das Gleiche gesagt. Aber es soll noch weitere Unterschiede geben, die dafür helfen, dass das Ganze besser ist. Also jetzt ist ja eins der Probleme beim Fracking, dass zum Beispiel Methan ausgestoßen wird. Und hier sagen die auf ihrer Website, dass generell keine Emissionen in die Luft gelangen sollen. Und das könnte tatsächlich auch funktionieren, denn am Ende ist es so, dass diese Methanausstöße hauptsächlich durch den Kohlenwasserstoff entstehen. Also dadurch, dass da halt Öl und Gas, was ja zu großen Teilen Methan ist, gefördert wird. Deswegen, also, da muss man sagen, das könnte schon auf jeden Fall klappen. Aber kommen wir doch mal direkt zur Gesamteinordnung. Und dazu habe ich mit einem Professor von der RWTH Aachen gesprochen und der sagt, dass die Angst vor Fracking im Zusammenhang mit Geothermie, also in dem Fall der Speicherung von Energie, manchmal für ihn nicht ganz nachvollziehbar ist, weil sie auf den nicht vergleichbaren Erfahrungen von halt Kohlenwasserstoffindustrien basiert, also vom Fracking für Öl und Gas. Und das kann man halt nicht vergleichen. Also Risiken gäbe es mit jeder Technologie, sagt er auch ganz klar, aber halt auch Chancen. Also wie ich ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet habe, ein paar Risiken, die ja normalerweise mit dem Fracking verbunden werden, fallen hier quasi weg, weil Erdöl und Erdgas ja diesmal gar nichts mit dem ganzen Prozess zu tun haben. Man sucht nach Gesteinen, die das halt nicht enthalten. Es geht diesmal letztlich hauptsächlich um die Aufspaltung des Gesteins und der damit einhergehenden Risiken. Und ein ganz offensichtliches Risiko bei dem Ganzen sind ja zum Beispiel seismische Ereignisse, also Erdbeben. Jetzt muss man aber sagen, daran dieses Risiko zu verringern, wird schon lange gearbeitet. Und das lässt sich gerade durch gute Planung verbessern. Und da muss man auch sagen, das hat sich durchaus verbessert. Den zweiten Punkt, den der Experte angesprochen hat, sind die Wasserverluste. Das Unternehmen, das sagt ja, dass es ein Kreislauf ist und dabei keine Wasserverluste entstehen. Hier ist die Einschätzung vom Professor, dass das nicht ohne physische oder chemische Zusätze zu bewerkstelligen wäre, also zum Beispiel Lösungsmittel. Und wenn das wirklich benutzt werden würde, dann wäre da natürlich eine gewisse Beeinträchtigung der Umwelt nicht auszuschließen. Aber trotzdem muss man auch hier wieder sagen, das hat jetzt nicht den gleichen Effekt wie bei so Kohlenwasserstoffbohrungen, weil da halt auch deutlich aggressivere Mittel verwendet werden. Das dritte Problem, das hat mit diesen Rissen zu tun, die beim Runterpumpen erzeugt werden. Und zwar ist es so, dass das nicht ideal für den Wasserfluss ist, also nur wenige Fließwege da sind und dass sich dann dieser Speicher halt nicht mehr so lohnt, beziehungsweise irgendwann wirtschaftlich unrentabel wird. Und das ist auch beim Fracking ja ein großes Problem. Und deswegen gehen die ja manchmal hin und müssen dann diese Sachen nochmal neu cracken, weil halt die Speicher ja nicht mehr richtig was rausgeben. Zusammenfassend beschreibt der Experte es jetzt so. Also die Methode wird wahrscheinlich Anklang in den USA finden, weil man es halt gewohnt ist,
schmutziges Fracking durchzuführen und dann klingt das tatsächlich ziemlich attraktiv. Dass sich das Verfahren aber in Ländern durchsetzt, die Fracking prinzipiell verbieten, wie zum Beispiel in Deutschland, das hält er tatsächlich zu dem jetzigen Zeitpunkt für eher unwahrscheinlich. Dafür müsste erst sichergestellt werden, dass diese Methode wirklich super risikoarm ist und vollständig kontrolliert werden kann und natürlich vor allen Dingen müsste da Überzeugungsarbeit geleistet werden. Bin ich übrigens sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Also glaubt ihr, man könnte das in Deutschland machen, sollte das in Deutschland machen? Bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Prinzipiell sagt jetzt der Prof der RWTH Aachen aber, dass er die Idee, den Untergrund für die Energieerzeugung und halt auch Speicherung zu benutzen, als große Chance sieht. Und dem muss ich mich einfach anschließen, denn wir brauchen das Ganze. Und es ist halt einer der Dinge, wo man sagen kann, da ist noch relativ viel Platz. Aber, und das ist für mich vielleicht der größte Kritikpunkt an dieser ganzen Sache, das Ganze muss sich in der Praxis jetzt noch beweisen. Und wie die konkreten Zahlen in der Praxis aussehen, das konnte ich bei meiner Recherche leider nicht überprüfen. Also natürlich habe ich auch versucht, da zu dem Unternehmen persönlichen Kontakt aufzubauen, aber da kam leider keine Rückmeldung. Generell ist es so, das Prinzip der Firma mit dem unterirdischen Speichern ist jetzt auch nicht komplett neu und wird zum Beispiel in Kanada schon mit komprimierter Luft verfolgt und auch die RWTH arbeitet zum Beispiel daran, verlassene Bergwerke dafür zu benutzen, also ganz ohne Fracking. Und der Experte, mit dem ich in Kontakt war, hat tatsächlich in der Speicherung mit Luft auch mehr Potenzial gesehen, denn im Gegensatz zu Wasser ist Luft ja kompressibel, also kann man zusammendrücken, Wasser, da geht das halt nicht, also da kaum. Und das heißt, man könnte sehr viel größere Mengen an komprimierter Luft speichern. Ich bleibe natürlich dran, was sich da tut und halte euch auf dem Laufenden. Ansonsten hier nochmal mal ein Reminder, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr unsere Zukunft neu denken vorbestellt. Und jetzt findet ihr hier noch ein Beispiel für einen weiteren Energiespeicher von der TU Darmstadt. Die wollen Eisen als Speicher benutzen und so alle Kohlekraftwerke in Deutschland retrofitten. Das Video dazu, das verlinke ich euch hier. Und hier noch mein LNG-Video, wo es auch um Fracking geht und wo ich in den USA war. Viel Spaß beim Schauen und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr das Buch bestellt. Bis dahin, macht's gut, euer Jakob.